Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hören den Schluss der Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott um alles, was sie gehört und gesehen hatten. Herr, lass das Wort von dir nicht leer zurückkommen. Lass es ausrichten an uns, dazu du es uns gegeben hast. Amen. Vor Jahren hatte ich mal Vorträge in Lübeck, dieser schönen alten Hansestadt. Während der Tage, wo ich da war, habe ich mir in Lübeck alle Einzelheiten angesehen, den Dom und die Geistmarienkirche und das Buddenbrookhaus. Dann kam der Tag, wo ich abreiste. Und da ist so ein Augenblick, der mir in Erinnerung ist. Als der Zug hinausfuhr, da steckte ich den Kopf nochmal aus dem Fenster und schaute zurück. Und da sah ich Lübeck als Ganzes. Das war ein völlig anderer Eindruck. Diese wundervolle Stadtsilhouette mit den Türmen und Toren. Und daran musste ich denken, als ich die Predigt für den heutigen Sonntag vorbereitet habe. Wir waren ein paar Tage in der schönen Weihnachtsstadt. Wir hatten es ganz ruhig, sagte mir eben jemand. Aber mit dem heutigen Sonntag ist mit Weihnachten Schluss. Endgültig Schluss. Wir fahren gleichsam hinaus. Und da wollen wir es machen, wie ich mit Lübeck. Wir werfen am heutigen Sonntag, wo wir aus der Weihnachtszeit schon so halb rausfahren, nochmal einen Blick zurück auf die Weihnachtsgeschichte, die wir alle kennen, die Weihnachtsgeschichte aus Lukas 2, so als Ganzes. Und da können wir eine merkwürdige Entdeckung machen. Ich habe sie gemacht und möchte sie Ihnen weitergeben. Ich habe oft gepredigt über Einzelheiten der Weihnachtsgeschichte. Jetzt schauen wir zurück so auf diese ganze Geschichte. Und wie gesagt, da habe ich eine Entdeckung gemacht. Ich habe entdeckt, dass in dieser Geschichte von der Geburt Jesu die Grundprinzipien des Reiches Gottes auf Erden enthalten sind. Gott baut unter uns sein Reich, kann niemand aufhalten. Dieses Reich Gottes hat seine eigenen Gesetze und Prinzipien. Und es ist merkwürdig, wenn man die Weihnachtsgeschichte so als Ganze sieht, wie die Grundprinzipien des Reiches Gottes in dieser Weihnachtsgeschichte schon enthalten sind. Das möchte ich Ihnen vor die Augen stellen. Wir überschreiben den Text und die Predigt. Die Weihnachtsgeschichte enthält die Grundlinien des Reiches Gottes. Erstens, das Reich Gottes beginnt immer traurig und endigt mit Freuden. Ich möchte diesen Text jetzt unterstreichen, sie priesen und lobten Gott. So endigt die Weihnachtsgeschichte. Das Erste, im Reich Gottes beginnt alles mit Traurigkeit und endet alles mit Freude. Möchten das ausführen? Sehen Sie, es gibt in der Welt ein Grundgesetz. Ein Grundgesetz, scheint mir. Das sieht so aus. Alles, was mit Jubel und Freude beginnt, endigt im Katzenjammer. Endigt mit Traurigkeit. Kann ich hinsehen, wo ich will? Ich habe Hochzeiten erlebt. Junge, das waren Raketen der Liebe und Freude. 3 Jahre später Scheidung. Und denken Sie uns unser Weihnachtsfest. Was war das schön, ich war, wie wir anfingen zu schmücken und Weihnachtsbaum. Ich weiß nicht, wie lange sich ein Weihnachtsbaum behalten. Ich hatte früher mal in Bielefeld eine Küstersfrau,
Die behielten immer bis Julchens Geburtstag, der war am 17. Juni, glaube ich. Aber das ist eine seltene Ausnahme. Ich weiß, es kommt schon bald der Tag, wo der schöne Weihnachtsbaum rausfliegt. Ach, und wer Kinder hat, der kennt das. Spielzeug, die Eisenbahn oder was es ist. Und dann eines Tages kommt das Geflair, ist kaputt. Nicht? Ist kaputt. Na, denn die, es endigt alles so ein bisschen trübselig und der Papa geht dann wieder ins Geschäft, ist wieder grauer Alter. Es fing mit Freude an und endigt klaglich, traurig, trübselig. Aber denken Sie an die politischen Ereignisse. Denken Sie jetzt, die Alten, mit welchem Jubel, Fahnen und Blechmusik begann das Dritte Reich. Und denken Sie, wie elend das geendet. Und welche Narren müssen die sein, die da von vorne anfangen wollen? Welche kompletten Narren? Oder denken Sie an den Karneval. Das kommt ja jetzt, nicht? Die Geschäfte rüsten jetzt schon Karnevalsartikel, nicht? Oh, mit Helau und Vergnügen fängt das an. Und wie erschütternd endigt es, davon wissen wir Pfarrer zu reden, von den zerbrochenen Menschenleben und von den kaputtgemachten Familien und von den befleckten Gewissen. Sie können hinpacken, wo Sie wollen. Es scheint ein Grundgesetz zu sein in der Welt. Die Dinge fangen mit Jubel und jauchzenden Posaunenklang an und endigen trübselig, elend, kümmerlich. Weiß das immer gar nicht hören, was bist du ein Pessimist, wird jetzt einer denken, der mich anhört. Widerlegen Sie mich doch! Und wenn Sie etwas bringen, die Ausnahme bestätigen ja nur die Regel dieses Grundgesetzes. Aber ich bin nicht Pessimist. Ich bin froh, dass ich von dem Reich Gottes weiß. Sehen Sie, das Reich Gottes, das Reich Gottes hat ein Grundgesetz, da ist gerade umgekehrt. Es beginnt mit Traurigkeit, fast alles, nein, alles im Reiche Gottes, und endigt mit Jubel und Freude. Sehen Sie die Weihnachtsgeschichte. Die fängt eigentlich sehr dunkel an. Ein obdachloses junges Paar. Eine Frau in ihrer schweren Stunde. Jesus sagt, ein Weib, wenn sie gebiert, hat sie Traurigkeit. Sie wickelt ihn in Windeln und legt ihn in eine Krippe. Sie hatten keinen Raum in der Herberge. Da ist alle Not der gefallenen Welt sind ausgesprochen. Schmerz und Jammer und Hilflosigkeit. Und diese Weihnachtsgeschichte endlich, sie priesen und lobten Gott. Sehen Sie, das umgekehrt wie in allen Weltdingen. Das fängt traurig an und endlich mit Freude. Und dieses Grundgesetz des Reiches Gottes, das hier in der Weihnachtsgeschichte ist, das können Sie in allen Dingen des Reiches Gottes sehen. Sehen Sie, die Geschichte des Reiches Gottes ist eine Geschichte, die mit Blut und Tränen geschrieben wird. Da steht im Anfang die Verfolgungen unter den römischen Kaisern. Da stehen im Mittelalter die Scheiterhaufen, die Christen im Namen Gottes entzünden gegen die, die Gottes Wort ernst nehmen. Da steht in der Aufklärung der Spott der Menschenweisheit gegen die Narrheit eines biblischen Evangeliums. Die wahre Gemeinde Jesu ist immer eine wenig imposante Sache. Und wenn der Antichrist einmal kommt, der letzte große Weltdiktator, von dem die Bibel spricht, dann wird die Gemeinde Jesu noch einmal zeigen müssen, dass der Weg des Reiches Gottes hier mit Blut und Tränen gezeichnet ist. Aber lesen Sie mal die Offenbarung.
Ich sah eine große Schar vor dem Thron Gottes. Die schrien mit großer Stimme vor Freude und Jubel. Die letzten Kapitel der Offenbarung Johannes, die das Ende der neuen Welt zeigen, wo Gottes Reich zu Ende kommt, die sind erfüllt mit einem strahlenden Jubel, dass alles menschliche Dasein und Vermögen gesprengt wird. Das Reich Gottes beginnt immer mit Tränen und endigt herrlich, wie die Weihnachtsgeschichte. Und meine Freunde, wenn nun ein einzelner Mensch in dieses Reich Gottes eintritt, also wenn ein Mensch wie ihr euch sich bekehrt, und wie wünscht ich, dass sich ein paar Leute unter euch richtig bekehrten, ins Reich Gottes hinein. Sind sie Bürger des Reiches Gottes? Fragen sie sich doch einmal, was gilt denn ihr ganzes Christentum? Die Hölle wird mal voll sein mit christlichen Leuten, glauben Sie mir das? Die Hölle wird voll sein mit christlichen Leuten. Und wenn Sie mir es nicht glauben, dann warten Sie ab, es eine Hölle gibt, ob sie voll ist mit christlichen Leuten. Warten Sie mal drauf. Das warten wir ab, da diskutiere ich nicht drüber. Sind Sie eingeschrieben, die Bürgerlisten Gottes, gehören Sie ihm? Darauf kommt's an. Wenn ein Mensch sich so bekehrt zu dem Mann von Golgatha, zum König des Reiches Gottes, dann erfährt er genau dasselbe Grundgesetz. Von Tränen zur Freude. Es kommt keiner ins Reich Gottes. Er weine denn zuerst einmal über sich selber. Der Eintritt ins Reich Gottes heißt Buße. Dass ich erkenne, mein ganzes Leben ist ja verkehrt. Und eine ganz große Schande. Das macht er nicht froh. Meine Freunde, wenn ich Evangelisationsversammlungen habe und die Leute sind begeistert, da könnte ich heulen. Der Eintritt ins Reich Gottes geht nicht durch Begeisterung und Ekstase, sondern durch Buße. Dass man traurig wird über sich. Und dann entdeckt man, wie wenig man sich ändern kann. Dann entdeckt man mit Schrecken, ich bin ja auf dem Weg in die Verdammnis und kann mich nicht umändern. Ah, da fängt ein verzweifelter Mensch an, den gekreuzigten Heiland zu suchen. Und der Weg geht dann durch Bruch. Ich muss brechen mit verkehrten Freunden. Ich kann mir nicht denken, dass ein Mensch sich bekehrt und seine alte Gesellschaft beibehält. Kann ich mir nicht denken. Und wenn sich ein Mensch bekehrt, dann bricht er mit vielem. Das sind schwere Dinge. Das sind keine Kinderspiele, Bekehrung. Da geht's durch Kämpfe durch. Man geht nicht im Traum ins Reich Gottes ein. Die Bibel sagt, da muss ich mich selber in den Tod geben. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Es ist nicht leicht, sich in den Tod zu geben. Mit Jesus zu sterben, das ist kein Kinderspiel. Man versucht heute einen Christenstand, wo man alten Menschen mitpflegt und ihn christlich anpinselt. Das führt in die ewige Verdammnis. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Das ist kein Kinderspiel. Dazu fängt eine richtige Bekehrung sehr, sehr schwer und traurig an. Und endlich, es ist etwas des Heilands sein. Ich dein, o Jesu, und du mein in Wahrheit sagen können. Was ist das für eine Freude, wenn eine Seele durchbricht und erfährt, er hat meine Sünden in des Meeres Tiefe geworfen. Er hat mich angenommen. Er hat mich erkauft. Ich gehöre ihm. Juble mein Herz, ich habe den Heiland gefunden. Seht, eine Bekehrung geht aus Traurigkeit zur Freude. Richtig? Traurigkeit zur Freude. Wenn man nun mit Jesus wandelt, die Bekehrung ist ja nur ein Anfang, dann kommt dasselbe Gesetz wieder. Wo ein Christenweg ist, nicht alles in Dulci Jubilo. Der Apostel Paulus sagt, wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Und denken Sie, in der Offenbarung steht, Gott wird abwischen alle Tränen von unseren Augen. Dazu sagt der große Gottesmann Bengel, es kommt also kein Kind Gottes ohne Tränen am Ziel an. Es kommt keiner ohne Tränen am Ziel an. Er geht durch viel Traurigkeit der Christenweg. Zerbrechen, Niederlagen, Aufstehen, Anfechtungen. Aber am Ende
sag's nochmal die Stelle, ich sah eine große Schar, die niemand zählen konnte aus allen Völkern und Sprachen und Zungen, vor dem Thron stehend und vor dem Lamm. Angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen, schrien mit großer Stimme vor Freude und sprachen, Heil sei unserem Gott und dem Lamm. Du hast uns erkauft und hast uns zu Königen und Priestern gemacht. Das Ende ist Jubel, Freude, Herrlichkeit. Nicht für alle Menschen, verstehen Sie, ich vertröste keinen auf den Himmel, verstehen Sie wohl, sondern das gilt für Leute, die sich zu mir an Jesus bekehrt haben. Da geht es durch viel Trübsal zur Herrlichkeit. Sehen Sie, dieses Grundprinzip des Reiches Gottes finden wir hier in der Weihnachtsgeschichte. Es fängt traurig an und endigt herrlich. Im Gegensatz zur Welt, wo es herrlich anfängt und garantiert traurig endigt. Ich muss noch eben am Rande was sagen. Ich sagte, es gibt so viele Ehen, die fangen auch so herrlich an nach der Weltweise und enden klatrig, nicht? Wir dürfen unsere Ehe auch ins Reich Gottes einbringen, wissen Sie? Und dann kommen sie in das Reich Gottes gesetzt, dass man miteinander manche Not und Last trägt und doch am Ende die Herrlichkeit steht, immer wieder. Aber das wollte ich nur in Klammern eben sagen, damit keiner meint, jede Ehe müsse so enden. Das ist das Erste. Wir schauten zurück auf die Weihnachtsgeschichte und sehen die Grundprinzipien des Reiches Gottes der Weihnachtsgeschichte dargestellt. Im Reiche Gottes fängt's mit Traurigkeit an und geht immer über in Freude. Die Hirten aber kehrten um, priesen und lobten Gott. Und nun kommt das Zweite. Die Grundprinzipien des Reiches Gottes in der Weihnachtsgeschichte. Ich gebe zu, dass diese Gedanken nicht so auf der Oberfläche liegen. Ich könnte keine Leitartikel für Illustrierte dazu schreiben. Aber ich denke mir immer so, wer zwischen Weihnachten und Neujahr noch in die Kirche kommt, der lässt was kosten, nicht bloß mit dem Weg, sondern auch mit Gedanken. Das Zweite, Grundprinzipien des Reiches Gottes. Das Reich Gottes beruht allein auf dem, was Gott tut. Das Reich Gottes beruht auf dem, was Gott tut. Sie priesen und lobten Gott. Niemand sonst. Nicht sich selber und nicht in Augustus und nicht den Wirt und von Bethlehem, sondern sie priesen und lobten Gott. Er hat was getan. Sehet, was hat Gott gegeben, seinen Sohn zum ewigen Leben. Darauf beruht alles im Reich Gottes, dass Gott was tut. Sehen Sie, in der Welt ist umgekehrt. Lesen Sie mal eine Zeitung. Da steht immer nur vom Menschentun. Der ist Deutschlands Retter. Und der böse Khrushchev, und der tut, und was der eine getan hat, hat 7 Großmütter erschlagen, und was weiß ich, und das ist ein eingebrochener, der brave Schutzmann, der einen Verkehrsunfall noch richtig hingekriegt hat, und alles von Menschen tun, ist so ermüdend, finden Sie nicht? Sehen Sie, wir spüren das, dieses Menschentun taucht in der Weihnachtsgeschichte auf. Ist mir so aufgefallen, da sind die Repräsentanten aller Stände da. Da ist erst der große Politiker, Augustus. Augustus war ein Kerl. Sehen Sie, man sprach damals von der Pax Romana, von dem römischen Frieden. Zum ersten Mal hatte der Weltkreis Frieden unter Augustus. Ich erwähnte schon dieses Denkmal bei Priene. Dieser Kaiser ist von der Vorsehung bestimmt der Welt, den Frieden zu bringen, der Heiland. Das ist dasselbe Wort auf dem Stein. Augustus, der Heiland. Na, was sind gekriegt? Wieder die Erfolge. Nicht, sie wird die Welt immer wieder rühmen, dass irgend so einer da ist, der es schafft. Und dann sehen wir da den Typ des braven Beamten. Der Kyrenius. Wackerer Beamte. Natürlich mit dem Ehrgeiz gelegentlich nach Bonn nach Rom zu kommen, nicht? Die Sachen sind so schrecklich aktuell, nicht? Jeder Beamte hat anscheinend den Ehrgeiz, auch noch eine Stufe weiterzukommen.
Kyrenius hat es immerhin schon zum Prokurator gebracht. Er will mal eine Rom-Rolle spielen. Aber jetzt ist er beschäftigt, diese Schätzung ordentlich durchzuführen. Worauf beruht das Gefüge eines Staates bei einem zuverlässigen Beamtenkörper? Das können Sie in jedem anständigen Lehrbuch lesen, nicht? Der Kyrenius ist auch vertreten. Und eigentlich könnte man in der Bibel ein bisschen über Beamte mal reden und über Kyrenius. Nix. Und dann die Arbeiterschaft ist vertreten. Ich weiß nicht, ob die Hirten gewerkschaftlich organisiert waren, aber die Arbeiterschaft ist jedenfalls vertreten in den Hirten, nicht? Wackere Hirten, wackere Arbeiter, Nachtschicht, während die reichen Leute in Betten liegen, wachen sie bei ihren Herden. Wer nicht eine gute Predigt mal zu halten über tüchtige Arbeiterschaft, die ihr bei Nacht und Nebel bei den Schafen wacht, damit die reichen Leute hinter ihren Hammelbraten kriegen können? Nicht, darüber wäre eine Menge zu sagen, nicht? Oder der erfolgreiche Geschäftsmann kommt hier vor, der Wirt in der Herberge. Der Wirt in der Herberge, der hat sein Gasthaus voll. Kann man nicht von allen Hotels sagen in der weiten Welt, nicht? Hotellerie hat schwer. Erfolgreicher Geschäftsmann, da muss er auf sein von morgens bis abends. Muss man hinterher sein, nicht? Fällt einem nicht zu. Könnte man nicht mal von den erfolgreichen Geschäftsleuten Essens reden, dafür gesorgt haben, Essen die Einkaufsstadt? Bitte darauf ruht augenblicklich der Wohlstand Essens, nicht? Und so. Und dann ist er noch ganz nett, er gibt den Leuten einen Platz im Stall, hätte auch sagen können, geht mich nichts an, geht zur Bahnhofsmission. Er hat sie aufgenommen. Es kommt die Mutter vor, die Mütter, vergessen wir doch nicht die wackern Hausfrauen und Mütter, die Mutter vor, die unter schwierigsten Verhältnissen ihr Kind in die Windeln wickelt. Jede Mutter weiß, das will gelernt sein. Wir Väter stehen immer fassungslos davor, wenn eine Frau ihr Kind richtig in die Windeln wickelt. Das kommt hier vor. Eine treue Mutter. Wer nicht im Mal eine Predigt zu halten über die treuen Mutter? Muss doch vornehmen, für einen Muttertag mal nicht. Über die treuen Mutter zu reden. Und sehen Sie, das Tolle in der Weihnachtsgeschichte, das wird alles nur so als Staffage gesehen. Aber um was es geht, ist nicht das, was Menschen tun. Der lebendige Gott, den Leute sogar leuchten, tut etwas. Sehet, was hat Gott gegeben, seinen Sohn zum ewigen Leben. Dieser kann und will uns heben aus dem Leid zur Himmelsfreude. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Dass alle, die sich dem anvertrauen, nicht verloren werden. Und sehen Sie, darauf beruht das Reich Gottes. Vielleicht beruht darauf die ganze Welt, ja, dass es überhaupt weitergeht. Aber reden wir vom Reiche Gottes. Meine Freunde, wir meinen oft, das Reich Gottes, das hinge an wackeren Pfarrern. Und da die in der Welt nicht mehr vorhanden sind, geht die Sache so zurück. Ihr lieben jungen Theologen, es hängt nicht an uns, Gott sei Dank. Es hängt auch nicht an der wackeren Gemeinde, die sich nie nehmen lässt, Sonntagmorgens um 8:30 bei Nacht und Nebel hierher zu kommen. Das ist furchtbar nett. Aber darauf beruht das Reich Gottes nicht. Es beruht darauf, dass ein lebendiger Gott was tut, ganz egal, wie wir uns dazu stellen. Er gibt seinen Sohn in die Welt hinein. Seht, er liegt in seiner Krippe. Und er gibt diesen Sohn ans Kreuz. Lass uns an dem letzten Weihnachtstag das Kreuz ansehen. Da hängt er. Da bezahlt er für Sie und für mich. Es ist viel zu bezahlen, nicht? Wird unser Herz nicht schwer, wenn wir an die große Last unserer Schuld denken? Er hat unsere Sünden hinaufgetragen an das Kreuz. Nicht damit alles bleibt, wie es ist, auf das wieder der Sünde abgestorbene Gerechtigkeit leben. Gott tut was? Er richtet das Kreuz auf, als Heil für uns alle, als Friedensort, als Hafen für unsere Seele. Und Gott tut mehr, als Jesus im Grabe liegt, der erweckt er ihn am dritten Tag von Toten. Einen lebendigen Heiland, ob Tod besiegt, Gott tut was, darauf ruht das Reich Gottes. Ach, lieber Kyrenius, wackere Beamte, liebe Arbeiter, Hirten, Gott hat was getan und darauf beruht das Reich Gottes.
Und dann gibt Gott seinen Heiligen Geist, dass so ein armer, dummer, blinder Mensch auf einmal offene Augen kriegt und er kennt seinen Heiland. Und nun fängt Gott im Einzelnen an. Wenn Sie mich fragen, wie ich zum Glauben gekommen bin, dann sage ich, Gott hat mich erwählt vor grundlegender Welt. So steht in der Bibel. Und hat er eines Tages mich gerufen. Und als ich nicht kommen wollte, hat er mich gezogen. Sieh mich, oh Vater, zu dem Sohne. Und dann hat er mir die Augen geöffnet, dass ich ihn erkannte und vor ihm niederfiel und ihm mein Leben geben musste. Das Reich Gottes steht darin, dass der lebendige Gott im Großen was getan hat in seinem Sohn und im Herzen was tut. Sie können höchstens noch widerstreben, Gott zwingt sie nicht, sie können noch Nein zu ihm sagen. Wenn an ihrem Herzen arbeitet, können sie sagen, ich will nicht, sie dürfen noch in die Hölle, sie dürfen noch in die Hölle, sie dürfen gottlos leben, sie dürfen mit dem blassen Christentum weitermachen, dürfen sie auch. Aber wenn Gott sieht, das ist eine große Sache. Es hat immer einer gesagt, wenn wir verloren gehen, dann werden wir bekennen müssen, es war unsere Schuld. Wenn wir selig werden, werden wir bekennen müssen, er hat's getan an uns. Sind die darauf beruht Gottes Reich, auf seinem Tun. Und darum sind Christen, richtige Christen, so empfindlich gegen Menschenlob. Ab und zu, wenn ich so christliche Versammlungen irgendwo in christlichen Versammlungen reden muss, da heißt es am Schluss, und nun danken wir dem Kirchenchor, der so schön gesungen hat, und danken dem lieben Pastor Busch, dass er gekommen ist, und danken, da wird mir immer physisch schlecht. Ernsthaft. Denke ich, so kann ich im Kriegerverein machen, wo immer von Menschentun die Rede ist. Nicht? Christen werden empfindlich gegen Menschenlob und um Menschen anfangen, sich zu loben und loben zu lassen. Da wird's unheimlich. Jesus sagt sogar, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt? Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt? Habt ihr keine Ahnung davon? Wie Christen wissen, alles beruht im Reiche Gottes auf seinen großen Heilstaten und darum die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten. Gott, 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 nicht August, nicht Kyrenius, nicht sich, nicht die Mutter, sondern Gott. So, und noch ein drittes kurz. Ach, ich predige zu lang, ich werde alt. Zeit zum Pensionieren. Die Grundprinzipien des Reiches Gottes in der Weihnachtsgeschichte. Es beruht alles auf Gottes Tun. Es beginnt mit Traurigkeiten endlich mit Freude. Und noch ein drittes, das Ärgerlichste. Gott erwählt die Niedrigen. Ein Grundprinzip des Reiches Gottes. Gott macht einen Bogen um alles hochwertige Wesen. Gott macht einen Bogen um alles hochwertige Wesen. Geben sie an und sie können garantiert sicher sein, dass der Geist Gottes wie bei einer Sperre Halt macht. Gott erwählt die Niedrigen. Im Text steht die Hirten, das muss nur unterstreichen. Wir haben zuerst unterstrichen die Priesen und Lobten und dann Gott und jetzt die Hirten. Gott erwählt die Niedrigen. Sehen Sie, es gab in der damaligen Zeit drei große Mittelpunkte. Es gab einen politischen Mittelpunkt, das war Rom. Wer politisch was werden wollte, musste nach Rom. Das war der politische Schwerpunkt. Alles andere waren bloß Satelliten. Rom. Und dann gab's einen Mittelpunkt für Kunst, Wissenschaft und Handel. Das war Athen. So, was das Bürgerfleiß ausmacht. Wissen Sie? Handel, Reichtum, Kunst, Wissen, Kultur. Das war Athen. Wer also an Kulturfreude hatte, der machte seinen Bogen um Rom und ging in Athen. Wenn ich zu wählen hätte, würde ich lieber nach Athen gehen wie nach Rom. Immer leicht Angst vor den römischen Linien. Athen. Mittelpunkt aller Kultur. Und da gab es einen dritten Mittelpunkt. Das war der religiöse Mittelpunkt. Was so Rom ist, nicht? Jerusalem. Tempel. Priester. Hohepriester. Da war der religiöse Schwerpunkt. Was ein Dreieck, nicht? Rom, Athen, Jerusalem. Politik, Kultur, Religion.
Und wenn ich Gott gewesen wäre, dann hätte ich doch schließlich mal mein Werk, mein Heilswerk angeknüpft an einem der Punkte, dem König Jesus nach Rom, der dir die Wahrheit ist nach Athen. Oder den Sohn Gottes doch nach Jerusalem. Und was tut Gott? Es haut einem um, wenn man sich klar macht. Er schickt seinen Sohn die Welt genau mitten hinein, das Dreieck. Und orientiert Hirten. Na, ich bitte Sie, Bethlehem. Wer kannte Bethlehem? Jerusalem, Rom, Athen, gewiss. Bethlehem. War ja beinahe wie Bielefeld und noch kleiner, nicht? Wer kannte schon Bethlehem? Ich kam durch den Namen B drauf, den Buchstaben B. Bumsdorf. Wer kannte die Hirten? Wer kannte die Hirten? Wer kannte die Hirten? Hoffentlich ist kein Bielefelder hier. Verzeihen Sie, also nehmen Sie Bumsdorf. Nehmen Sie Bethlehem, nehmen Sie Bethlehem. Wer kannte Bethlehem? Wer kannte die Hirten? Hören Sie. Da macht Gott sein Grundprinzip deutlich. Er erwählt, was niedrig ist. Darum kommt sein Heil nicht durch einen großen Priester und großen König oder durch einen großen Gelehrten, sondern durch einen Mann am Galgen, durch Jesus am Kreuz. Da ist es Heil. Das Niedrige, wo es Menschen wird, zerbrochen wird, da fängt Gott an. Das ist eine ganz große Sache. Sehen Sie, lassen mich so ein paar Sachen eben anführen. Nehmen Sie mal die Reformation. Die große Erneuerung der Kirche Jesu Christi, die hätte doch meiner Meinung nach beginnen müssen auf einem der großen Konzilien in Konstanz oder so. Haben sie versucht, wurde nichts. Oder in Rom, dass endlich ein Reformationspapst kommt. Ne? Oder in Basel, dem Hauptsitz der Humanisten der damaligen Zeit. Die Reformation kommt, Gott erweckt einen Mönch aus einem Bettelorden. Und da bricht's los. Oder denken Sie an die großen Erweckungen, denen die evangelische Kirche von ihrem Tode errettet wurde während der Aufklärungszeit. Anfang des vorigen Jahrhunderts war die evangelische Kirche am Sterben. Und dann gibt Gott große Erweckungen. Wo kommen die Erweckungen her? An Universitäten? Von Kirchenfürsten? Die Erweckung kam im Siegerland durch einen Gerbermeister, im Ravensberger Land durch einen unbekannten Pfarrer Volkening und so weiter. Gott erwählt das Niedrige. Lassen Sie ein paar Sätze aus dem 1. Korintherbrief, Sie müssen sollen sich aufnehmen. Ein paar Sätze. Ich will zunichte machen die Weisheit der Weisen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weltweisen? Gott hat die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht. Seht an, liebe Brüder, eure Berufung. Nicht viel Weise nach dem Fleisch, nicht viel Gewaltige, nicht viel Edle sind berufen. Sondern was töricht ist vor der Welt, hat Gott erwählt, dass er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, hat Gott erwählt, dass er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Unedle vor der Welt hat Gott erwählt. Ich glaube, die Kirche ist ja ganz falsch beraten, wenn sie dauernd sucht, die Spitzen zu orientieren. Sie sollte mal wieder zu den Unedlen, Verachteten, zu den Sündern und Zerschlagenen gehen. Vielleicht sind wir das. Da sind wir gerade richtig dran. Die hat Gott erwählt. Und lieben Freunde, Gott erwählt das Niedrige. Aber man braucht nicht äußerlich niedrig zu sein. Es steht im Psalm 34 ein erschütterndes Wort. Doch Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Sind hier Niedrige? Sind hier Leute, die in ihrem Innern Hirten sind? Arme Leute? Sind hier Leute, die am Ende sind? Eigentlich, ehrlich gesagt, am Ende sind? Nicht zugeben, aber am Ende sind, euch hat Gott erwählt. Doch Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Sind zerschlagene Gemüter hier?
Sieh, der Heiland ist ganz nah bei dir, dein Erlöser, dein Retter. Wirf dein ganz Vertrauen auf ihn. Ja, ich muss so sagen, der Herr erwählt das Niedrige. Das bedeutet, wenn er uns segnen will und aus uns was machen will, dann muss er uns erst zerbrechen. Dann muss er uns niedrig machen. Ich schließe mit einem Satz von Albrecht Bengel, den etwa 10% von uns verstehen können. Aber gebe Gott, dass wir ein paar Jahren alle verstehen. Der Satz heißt so: Eine große Ertötung der Natur geht einer großen Mitteilung geistlicher und himmlischer Dinge voraus. Eine große Ertötung der Natur, das wird zerbrochen werden, geht einer großen Mitteilung geistlicher und himmlischer Dinge voraus. Wir wollen beten. Herr, hilf, dass wir es aufstecken, dein Reich zusammenzubringen mit den Prinzipien dieser Welt. Hilf uns zum Umdenken seiner Buße, dass wir neu denken, dass wir drinstehen den Prinzipien deines herrlichen Reiches. O Herr, wenn du uns zerbrichst, lass uns froh darüber werden. Herr, lass uns doch die nicht draußen stehen. Lass die Hand nicht von uns ab. Arbeite an uns. Erbarm dich über uns. Amen.